Ich stelle mich kurz vor, mein Name ist Lea Hieronymus, ich komme aus Mainz und ich bin 27 Jahre alt. Und ich sage euch ehrlich, ich persönlich finde 27, das ist so ein richtiges Scheißalter. Du bekommst Panik, weil du langsam auf die 30 zugehst und mit 27 solltest du echt mal langsam dein Leben im Griff haben. Und ich merke das auch bei mir im Freundeskreis, der verändert sich. Auf einmal ist Komasaufen schlecht. Und das kann man anscheinend auch nicht mehr jedes Wochenende machen. Und meine Freunde, die fangen auch auf einmal an, so Sachen zu machen, die man halt so als Erwachsener macht. Sich über Immobilien informieren, Jack Wolfskin tragen. Oder Kinder kriegen, die dann auch Jack Wolfskin tragen. Und mir ist aufgefallen, die Kinder von heute, die sehen nicht mehr so aus wie wir damals. Kinder, das sind richtige Statussymbole geworden. Die tragen alle nur noch Markenklamotten. Gucci in der Krabbelgruppe. Wie so Rapper. Fehlt eigentlich noch der Kinderwagen mit Mercedes-Felgen, oder? Und der kleine Finn dann so zu seinem Kita-Kumpel Jonathan. Ey, Bruder! Hast du gesehen? S-A-M-G. Ich sag's ungern, Leute, weil ich diesen Satz selbst früher immer gehasst habe. Aber früher war alles besser. Mein Bruder, der hat immer die Klamotten getragen, die mir nicht mehr gepasst haben. Und Leute, die waren echt nicht mehr fresh, weil ich hatte die schon von meiner Mutter. Die hatte sie von ihrem Vater und der hatte sie von seinem Urgroßvater. Was echt scheiße für meine Mutter und mich war, aber gut für meinen Bruder, weil es waren einfach durchgehend Männerklamotten. Ja, ihr lacht, aber die letzten 5 Generationen bei uns in der Familie, die hatten alle so einen kurzen Zeitraum in ihrem Leben, wo sie aussahen wie Kaiser Wilhelm. Und wenn dann beim Spielen die Hose kaputt gegangen ist, dann wurde keine neue gekauft. Dann wurden da so Sticker drauf genäht. Und meine Mutter hat immer in der letzten Schublade rumgewühlt. Und das Motiv, was sie als erstes gefunden hat, kam auf die Hose. Und dann ist mein Bruder halt 5 Wochen mit Bibi und Tina rumgerannt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich erinnere mich noch daran, bei uns im Kindergarten, da gab es immer diesen einen Typen, der allen so random seinen Penis gezeigt hat. So, schauen Sie mal, Frau Kindergärtnerin, ich habe eine Pistole. Dusch, 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 dusch. Und es hat damals keinen interessiert, oder? Außer dem Pfarrer in der Sonntagsschule. Der war so, pass auf, ich schieß zurück, peng, peng. Und meine Freunde, die haben das alles, ne? Die haben Kinder, die haben Geld, die haben eine intakte Beziehung. Und ich hab nix. Danke, Köln. Nein, und für meine Freunde bin ich so eine Art Projekt. Und immer wenn wir weggehen, ist zufällig ein Single-Typ dabei. Und das ist immer der Typ, der im Kindergarten seinen Penis gezeigt hat. Und er kann es auch kaum erwarten, ihn wieder rauszuholen. Glaubt mir. Und ich war letztens mit einer Freundin feiern und da ist mir mal wieder aufgefallen, wir Frauen, wir passen aufeinander auf, oder? Beim Feiern, wir beschützen uns. Ich war mit meiner Freundin auf der Tanzfläche und sie hat auf einmal so gemacht. Und ich wusste, hinter mir steht gerade der größte Hänger, der mich versucht anzutanzen. Und Leute, es war auch ein Hänger, aber er war Polizist. Und ich dachte mir, geil, jemand, der weiß, wie man mit Handschellen umgeht. Also habe ich mich mit ihm verabredet, ein paar Tage später in der Stadt, weil er da gerade Feierabend gemacht hat. Und dann kam er auch in Uniform. Mit einem Fahrrad. Leute, das war ein Fahrradpolizist. Das ist der uncoolste Job ever. Das ist die Weiterentwicklung vom Pfadfinder. Der steht in der Rangordnung noch unter dem Typen vom Wertstoffhof. Und Leute, wir wissen, die sind extrem wichtig, die Männer, weil die sagen den ganzen Tag so Sachen wie, das ist Keholz, das kommt da nicht hinein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin noch nie vorher mit einem Beruf gecatfischt worden. Du kannst doch nicht sagen, du bist Polizist und kommst doch mit dem Fahrrad. Das ist ja wie, als würdest du als Schiffskapitän mit einem Schlauchboot kommen. Oder Gina Lisa kommt mit normalen Lippen. Vor allem, die meisten Polizisten haben Pistole, Sonnenbrille, Pfefferspray, Schlagstock. Und mein Fahrradpolizist hat einen Helm, ein Trinkfläschchen, eine Klingel und eine Luftpumpe.
Und vor allem in so gefährlichen Situationen kann der dich ja nicht mal beschützen. Also was will er denn sagen? So, halt, stopp, bleiben Sie stehen, oder ich klingel. Ich hatte Fragen. Hat er keinen Führerschein? Oder hat er in der Grundschule die Fahrradprüfung richtig gut abgeschlossen, dass ihm damals klar war, das mache ich mal beruflich? Und wenn der einen verhaftet, wo führt er den denn ab? Auf dem Gepäckträger? Oder vorne auf dem Lenker? Das Polizeishirt von dem Typen war auf jeden Fall durchs Strampeln so durchgeschwitzt. Es war einfach gelb. Und der Typ dachte wirklich, er wäre Lance Armstrong. Aber als ich ihn gesehen habe, habe ich mir gewünscht, ich wäre Neil Armstrong. Alleine auf dem Mond. Ich muss sagen, der einzig positive Gedanke, an dem ich mich noch so festgehalten habe, war die Vorstellung, mit einem Fahrradschloss gefesselt zu werden. Hat mich ein bisschen geil gemacht. Also habe ich mich mit ihm dann doch nochmal getroffen zum Horrorfilm gucken. Und Horrorfilm gucken, das ist ja so ein Phänomen, ne? Weil Männer glauben ja, dass die Frauen sich beim Film gucken so gruseln, dass sie zur Beruhigung gebumst werden wollen. Und der Gedanke an sich ist richtig faul, oder? So, ja, lass mal den Film die Arbeit machen. Aber ey, ganz ehrlich, vielleicht funktioniert das auch andersrum. Also wenn du einen Typen klar machen willst, dann guck mit ihm einen Film über, keine Ahnung, wovor haben junge Männer Angst? Körperhygiene. Guck mit ihm einen Film über Körperhygiene und er bekommt Angst und kuschelt sich an dich so, ah, die benutzen Seife. Halt mich fest, Baby. Deswegen, wenn hier heute ein richtiger Polizist ist, komm gerne zu mir. Du weißt, wo du mich findest. Dankeschön, Köln.